Jetzt geht's los. Jetzt mal ganz kurz meinen Timer resetten. So. Achso, das war's schon. Der hat ja bloß eine ganz kleine Stelle gefräst. Jetzt fräst los. Komm. Jetzt fährt er rauf. Ah, okay. Jetzt. Ja, nice. Das Ganze ist vollautomatisch. Sag ich doch, schon seit Jahren. Stimmt, also im Chat, aber nicht in Real Life. In Real Life sagst du eher nicht so moin. Cool. Was macht jetzt der da? Der holt wahrscheinlich Ressourcen ab. Ach so, da steht's ja. Gelagerte Gesteinsabfälle. Beton. Ah, okay. Dann speichert er das zwischen. Cool. Das ist ja geil. Okay, was muss ich machen? Platziere in der Nähe deines Extraktors ein Betonlager und eine Mülldeponie. Gut, dann machen wir das mal. Hier ist ein Depot. Hä? Ist das ein Betonlager oder was? Depots für spezielle Ressourcen. Achso, jetzt. Jetzt geht er noch weiter runter praktisch. Betondepot. Genau. Ist das eigentlich egal? Ne, ich glaube, das ist besser, wenn es näher dort ist. So. Ja, dann müssen sie bloß ganz kurz fahren, wenn sie es zwischenlagern. Okay, dann brauche ich noch Mülldeponie. Bietet Platz zur Lagerung von 105 Steinen. Gesteinsabfälle sind das Nebenprodukt unterschiedlicher Abbauaktivitäten. Die Frage ist, wie weit geht denn das? Wie weit geht denn der Einfluss von dem Ding? Ist das nur das, was man hier sieht? Dieses Wabenmuster? Große Frage für mich. Dann baue ich es jetzt einfach mal dahin. Ja. Drohnen und Drohnenhubs. Die Drohnen arbeiten innerhalb der Reichweite der Drohnenkontrolleure, denen sie zugewiesen sind. Automatisch offene Aufträge ab. Also, aktuell sind alle Drohnen der Rakete zugewiesen. Wenn du die Rakete auswählst, siehst du die Arbeitsreichweite aller Drohnen, die ihr zugewiesen sind. Wenn die Rakete jedoch wieder abhebt, müssen die Drohnen einem neuen Kontrolleur zugewiesen werden. Ziel: Baue einen Drohnenhub und stelle sicher, dass er mit Strom versorgt wird. Strom habe ich jetzt zurzeit. Ja, jetzt fräst er schon ordentlich. Cool. Okay, dann baue ich mal einen Drohnenhub. Infrastruktur Drohnenhub. Kontrolliert Drohnen und teilt ihnen unterschiedliche Aufgaben zu. Okay. Keine Kabelverbindung. Ich will's irgendwie dahin. Ah, jetzt sehe ich den Dings, die Reichweite. Das heißt, alles, was in der Reichweite ist, kann ich mit Drohnen, kann die Drohnen hinschicken. Hier sind irgendwelche Ressourcen, deswegen gehe ich jetzt mal daher. Ja. Also ich würde sagen, ich will die ganzen Ressourcen mitnehmen. Hier, so. Da brauche ich jetzt irgendwie ein Kabel dazu. Boah, ist das voll Metall. Wow. Das glänzt gleich voll. Hast du das Spiel eigentlich schon mal gespielt, Flo? Es gibt zurzeit bei Humble Bundle. Das ist Surviving Mars und Kingdom Come Deliverance. Gibt es zurzeit für $12 plus noch ein paar extra Spiele. Nö. Ist das was für dich eigentlich? Das ist ja ein Radarturm. Cool. Okay, Frage. Nicht funktionierende Gebäude. Wie muss ich eine Leitung bauen? Verbinde ihn mit dem Stromnetz. Okay. Muss mit einem Stromerzeuger verbunden werden. Namen. Nee, Lexikon. Nee. Aktivität ändern, ein Ausschalten, Ausschlachten. Nee. Okay. Hier? Nee. Baumenü. Hm.
Stromkabel. Lege Stromnetze an, um Stromerzeuger und Stromverbraucher mit ihnen zu verbinden. Kosten ein Metall für jede 5 Felder großer Abschnitt. Egal, geht schon. Kann man das irgendwie drauf tippen? Nee. Ah, okay. Okay, es geht nur geradeaus oder was? Ah, jetzt hat. Okay. Bau doch da außen rum. Hallo? Wieso geht das nicht? Hä? So. Ah, genau. Mit mittlerer Maustaste. Jetzt geht's. Zack. Okay. Und jetzt? Rechtsklick. Rechtsklick. Passt. Okay, jetzt baut er hier Leitung. Wahrscheinlich ist es voll die dumme Idee gewesen, den Stromerzeuger genau irgendwie ans Ende vom Kontrollzentrum zu legen. Ist ja besser gewesen, wenn ich es irgendwo in die Mitte gestellt hätte. Aber egal. Wurscht. Hab dann auch ein Blood Bowl Team, das fertig werden muss, und eine zweite 4K-Armee gekauft. Oh, cool. Du bist beschäftigt. Wie viel machst du davon heute? Wie viel schaffst du heute, besser gesagt? Oh, ist auch schon fertig gebaut. Ich habe einen neuen Gegenstand. In meinem Steam-Inventar. Okay. Eine Karte bekommen wahrscheinlich. Jo, hat funktioniert. Drohnenbatterien. Die Drohnen werden von Batterien angetrieben, die wieder aufgeladen werden müssen. Jeder Drohnenhub hat 2 eingebaute Aufladestationen. Wenn sich deine Kolonie doch vergrößert, solltest du weitere bauen. Achso, okay. Der Bau von Aufladestationen, vor allem im Bereich mit hoher Drohnenaktivität, ist für eine effiziente Arbeit unerlässlich. Ziel: Bau in der Nähe des Betonextraktors eine Aufladestation. Ist eh ziemlich weit weg von da. Passt. Dann bauen wir mal eine Aufladestation. Lädt die Batterien von Drohnen wieder auf. Kosten ein Metall bloß. Jawohl, ist doch geil. Dann, ja, gleich hier hin. Passt. Möchte schauen, ob das BB-Team heute fertig wird. Echt? Heute sogar? Ja, jetzt ist 6:30. Ah, es ist schon recht wenig Zeit, gell? Aber wie lange bleibst du da? Bleibst du auf? Du bleibst wahrscheinlich bis 12 Uhr auf, wahrscheinlich, oder? Ich schaue meistens, dass ich immer so um 10 ins Bett gehe, muss ich ehrlich sagen. Spätestens 11. Sonst bin ich morgens immer so dermaßen unausgeschlafen. Dann quäle ich mich immer durch den Tag. Wieso macht es denn nichts? Keine Befehle. Das heißt, die arbeiten nicht gleichzeitig, sondern wenn es nur einen Job gibt, dann macht den nur einer oder zwei. Auftakt der Rakete. Zähne, auch Zähne. Ah, okay. Mal ja auch schon seit ein paar Wochen. Seit ein paar Wochen malst du schon an dem Team. Boah, ist krass. Stellst du wieder Videos online bei YouTube? Weil ich glaube, jetzt war schon länger nichts mehr von dir, gell? Auftanken der Rakete. Eine stabile Versorgungskette zwischen der Erde und dem Mars ist unerlässlich, vor allem während der frühen Phasen der Kolonisierung. Jede Rakete hat genügend Treibstoff für einen Flug zum Mars und muss vor Ort aufgetankt werden, um wieder zur Erde zurückzukehren. Treibstoff wird in Treibstoffraffinerien produziert. Außerdem brauchst du Wasser, um mit der Produktion beginnen zu können. Ziel: Baue einen Feuchtigkeitsvaporator und danach eine Treibstoffraffinerie. Okay. Ah, da ist das Kabel. Zup. Starkstromkabel. Okay, dann bauen. Erzeugt Wasser aus der Atmosphäre. Die Produktion wird in der Nähe von anderen Vaporatoren verringert. Keine Produktion während Staubstürmen. Achso, okay. Kann ich das nicht draufsetzen? Nö. Nicht genügend Strom.
Wo muss ich das hinsetzen? Erzeugt Wasser aus der Atmosphäre. Ist eigentlich wurscht, wohin. Dann baue ich mal großflächig irgendwo hin. Hier. Zack. Und dann brauchen wir ein Kabel. Hier, Stromkabel. Geht nicht. Kann man das so bauen? Ich glaube schon. Mach's mal einfach. Na gut, das geht so, so wie es ausschaut. Da ist ein Stromkabel. Da ist eine Verbindung. Passt. Sind immer nur ein paar Stunden, die ich dann male. Achso, okay. Ja, mehr geht ja nicht, oder? Wenn du jetzt irgendwie 12 Stunden dann arbeitest, wärst du bekloppt. Müssen wir ganz kurz noch was bauen. Zack. Treibstoffraffinerie. Stellt Treibstoff aus Wasser her. Treibstoff aus Wasser, also Wasserstoff. Wo bauen wir das hin? Das sind irgendwelche Upgrades, die man wahrscheinlich hinbauen kann. Wo dieses gelbe Zeichen ist. Dann baue ich das dahin. Jo. Abstand. Hier Stromkabel. Zack. Zack. Gut, jetzt habt ihr alle was zu tun. Baut. Baut, meine Kleinen. Was ist hier los? Nicht genug Strom. Wieso? Hä? Haben wir vielleicht zu wenig Strom hergestellt? Kann es sein? Stromerzeugung 10. Gesamtbedarf 13. Deswegen wahrscheinlich. Das ist mir auch schon aufgefallen. Nicht genug Strom. Wir haben nicht genug Strom für alle Gebäude in der Kolonie. Glücklicherweise haben wir noch einen Stirling-Generator, den wir einsetzen können. Ziel. Baue einen neuen Stirling-Generator und verbinde ihn mit dem Stromnetz. Ich würde gerade da oben lesen. Erzeugt Strom. Ist der Generator verschlossen, ist er zwar vor Staub geschützt, erzeugt er auch weniger Strom. Das heißt, wenn wir den aufmachen, dann klappt er wahrscheinlich auf und wird wahrscheinlich Solarzellen haben. Und dann müssen wir aber das Ding pflegen. Ausschlachten. Nee, wollte ich nicht. Ausschalten. Priorität ändern. Öffnen, schließen. Okay, ich werde jetzt erstmal anbauen. Das ist das Ziffernzeichen. Muss mit einem Wassererzeuger verbunden werden. Ach so. Ja, jetzt bauen wir erst einmal einen Stirling-Generator. Again. Dann baue ich den da gleich hin. YouTube wird wieder gemacht, wenn ich mal mit meiner mit meinem Zimmer soweit bin, dass ich mir ein Studio einrichte. Im Moment leider keine Zeit. Zeit ist immer das, was echt immer fehlt. Immer so schade. Das geht mir einmal ab. Zeit. Der ist schon wahrscheinlich fertig hier, oder? Ne, wir haben ein bisschen Beton hier. Rohre. Über ein Rohrsystem werden Wasser und Sauerstoff dorthin gebracht, wo sie benötigt werden. Der Feuchtigkeitsvaporator muss durch Rohre mit der Treibstoffraffinerie verbunden werden. Okay. Dann machen wir das mal. Ah, cool. Jetzt arbeite. Also wie eine Blase, was er da hat. Cool. Schaut geil aus. Geh weg. Das schaut ja geil aus. Hier trinkt, also hier ist Wasser, das einfach runterregnet, denn hier unten gesammelt wird. Cool. Gespeichertes Wasser, 0. Okay. Also wir können es auf jeden Fall upgraden, sehe ich. Dann müssen wir jetzt halt ein Rohrleitungssystem bauen. Ich wundere mich bloß, wieso das hier Wassererzeugung steht und dann gibt es kein gespeichertes Wasser. Der musste das eigentlich zwischenspeichern, oder?
Also eigentlich muss er doch an irgendwie so einen Bottich haben oder so. Hier gibt's Upgrades, oder? Nee. Wassernetz. Okay. Ich dachte, hier gibt's Upgrades. Okay, schade. Ich dachte, irgendwie gibt's da vielleicht so einen Bottich oder sowas. Dann schickt das Kleid zum Verbraucher. Na gut. Okay. Rohre. Transportieren Wasser und Sauerstoff. Das für ein Teil ist doch. Ist aber kein Rohr. Nicht verbunden. Gebäude verbunden. Ach, muss ich das da draufsetzen? Ah, jetzt muss ich draufsetzen. Ach so, okay. Ah. Jetzt habe ich das kapiert. Ah, schade. Hier wäre es Kosten 1 gewesen. Und hier ist Kosten 2. Warte mal, geht das vielleicht so besser? Nee. Egal. Zack. Auf geht's. Baut's. Und jetzt ist gleich so ein Rohrleitungssystem da. Das ist schon cool. Da ist immer nichts gespeichert. Komisch. Sehr, sehr komisch. Metalldepot. Ich würde gerne mehr Metall abbauen, aber es geht nicht. Oder? Nö. Ist nur Stein. Nur Stein. Jetzt ist fertig. Treibstoff. Treibstoffproduktion wurde aufgenommen. Die Drohnen werden der Rakete jetzt Treibstoff liefern. Verwende die Tempo-Steuerung, um das Spiel und damit die Betankung der Rakete zu beschleunigen. Effekt. Zu Demonstrationszwecken wird zur Betankung der Rakete in diesem Tutorial deutlich weniger Treibstoff benötigt als beim normalen Durchlauf. Ah, okay. Warte, bis die Treibstoffraffinerie Treibstoff herstellt und die Drohnen ihn in die Rakete einladen. Du kannst die Rakete auswählen, um auf der Infotafel auf der rechten Seite nachzusehen, wie viel Treibstoff bereits verladen wurde. Okay. Öffne des Baumenüs. Kommandant, wusstest du, dass du das Baumenü mit Rechtsklick oder B öffnen kannst? Okay, danke. Vielen Dank. Strom, Wasser. Treibstoff 0,2 von 100. Okay. Schaut hier aus. Wassererzeugung 1, Gesamtbedarf 1. Speichert 0. Das ist echt komisch, dass er nichts speichert. Drohnenlast gering. Tanke. Was? Status Tanke. 0 von 5. Warte auf Betanken. Sammle Exportgüter. Standardressourcen. Metalle, Beton, Nahrung. Fortschrittliche Ressourcen. Polymere, elektronische Geräte, Maschinenteile. Okay. Ich muss jetzt warten, bis die Drohnen jetzt praktisch das Zeug. Das Zeug hinfahren. Das sehe ich gerade hier. Gibt es die Mülldeponie? Das schaut ja witzig aus. Bietet Platz zur Lagerung von 105 Steinen. Das schaut ja geil aus. Oder Stein. Gesteinsabfälle. Ah, jetzt fräst er schon tiefer. Cool. ...0,7 von 100. So langsam kommt Treibstoff ran, so wie es ausschaut. Da wird jetzt so fleißig dann Wasser transportiert. Kann ich dann vielleicht sogar mehr Wasser anschließen und geht's dann schneller? Das ist die Frage. Wollen wir es mal versuchen? Hab
Ich glaube, ich konnte es nicht bauen, oder? Aufladestation. Mal kurz die nächste Folge anstoßen. Bis gleich bei der nächsten Folge. Ciao.